Hallo, herzlich willkommen, liebe Gäste hier am Vorwärtsstand, zu unserem schönen Format Buch trifft Politik oder Politik trifft Buch. Und in diesem Fall ist es ja was ganz Besonderes. Die Politik hat ein Buch in Auftrag gegeben, das kommt gar nicht so häufig vor. Und es ist ein ganz besonderes Buch geworden. Es ist, Sie können es vielleicht so, 600 Seiten dick. Und es ist nicht nur dick und schwer, es ist auch gewichtig und hat Gewicht. Und wenn Sie sich fragen, wieso heißt das eigentlich die Akte Rosenburg, weiß vielleicht nicht jeder, deswegen habe ich mal dieses kleine Heftchen Exzerpt vom Bundesjustizministerium mitgebracht. Da ist die Rosenburg drauf. Nach diesem Ort, nach diesem Haus, nach diesem Landhaus, wie es gesagt wird, ist es benannt worden. Das war nämlich der Sitz des ersten Justizministeriums. Deswegen also Akte Rosenburg. Darum geht's. Das Ministerium der Justiz und die NS-Zeit. So ist das Buch. Wir haben hier Heiko Maas bei uns, Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz. Dann haben wir zwei Professoren, Professor Dr. Christoph Safferling, Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, internationales Strafrecht, Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sehr schön. Und Professor Dr. Manfred Görtemarker, Professor für Neuere Geschichte an der Universität Potsdam. Diese beiden sind hier stellvertretend für ein Team von Menschenwissenschaftlern, die gearbeitet haben. Sie sind sozusagen diejenigen, die die unabhängige wissenschaftliche Kommission geleitet haben, die die NS-Vergangenheit des Bundesministeriums für Justiz aufgearbeitet haben. Und das war ein Riesenprojekt. 2012 hat Ihre Amtsvorgängerin das sozusagen in Auftrag gegeben und gestartet. Wenn es jetzt 2016 vorliegt, nur mal ganz kurz der erste Eindruck, waren Sie überrascht von den Ergebnissen, Heiko Maas? Rechts haben Sie Mikrofon. Naja, wenn man sich schon vorher etwas damit beschäftigt hat, kommt vieles nicht so ganz überraschend. Aber das Ergebnis habe ich als sehr bedrückend empfunden. Was in den 50er und 60er Jahren im Bundesjustizministerium und damit auch der Bundesregierung möglich gewesen ist, dass so viele, die schon als Juristen, als Richter oder als Staatsanwälte mehr oder weniger übergangslos in den Dienst im Justizministerium übernommen worden sind und dort auch Karriere gemacht haben und dort ja vor allen Dingen zu einem beigetragen haben, nämlich dazu, dass die Aufarbeitung von Nazi-Verbrechen nicht nur verzögert, sondern auch gedeckt worden ist. Und das nennen wir heute nichts anderes als Strafvereitelung im Amt. Und das ist schon ein, wie ich finde, sehr, sehr bedrückendes Ergebnis. Ich hatte auch das Gefühl, Sie haben es ja vorgestellt am 10. Oktober, dass Sie erschienen doch etwas betroffen von den Ergebnissen, so wie Sie auch jetzt sagen. Wissenschaftler gehen ja vielleicht anders ran. Die sind dann nicht emotional dabei, sind auch nicht betroffen, sondern sind erstmal dabei und gucken sich an, okay, was ist hier unsere Aufgabe? Die Aufgabe war, ich glaube, riesengroß. Der Auftrag hieß ja, die Kontinuität des nationalsozialistischen Deutschlands personell erstens und im Handeln des Ministeriums in den 50er und 60er Jahren aufzuarbeiten. Da steht man erstmal da und sagt, okay, wie machen wir das? Wie haben Sie sich zusammengefunden aus zwei verschiedenen Disziplinen, zwei verschiedenen Blickrichtungen? Hatten Sie einen Plan? Naja, also zunächst einmal, ein solches Projekt ist eigentlich unabhängig davon, um welches Thema es geht. Es geht darum, sehr viele Akten aufzuarbeiten. Es geht darum, das Projekt zu organisieren. Das haben wir mit zwei Arbeitsgruppen in Marburg und in Potsdam getan. Das Entscheidende bei diesem Projekt war allerdings, dass wir von der damaligen Bundesjustizministerin die Möglichkeit erhielten, unbegrenzt, und das ist wirklich sehr hervorzuheben, unbegrenzt die Personalakten des Ministeriums einzusehen. Und wir haben darüber hinaus in insgesamt 28 Archiven dann auch Sachakten gesichtet und auch persönliche Nachlässe, um in gewissermaßen dieses Puzzle zusammenzusetzen. Und letztlich ist es immer ein Puzzlespiel, wie das Ministerium funktioniert hat und ja, wie das Ministerium funktioniert hat und vor allem auch, welche personellen Kontinuitäten es gab und wie sich diese personelle Kontinuität, die ja geradezu gigantisch war, dann auf die Politik
in den 50er und 60er Jahren, also konkret auf die Gesetzgebung, ausgewirkt hat. Wobei die Gesetzgebung eben nur der eine Aspekt ist und der zweite wichtige Aspekt ist eben die Strafverfolgung von NS-Straftaten und diese Verfolgung ist eben durch das Ministerium eben auch massiv behindert worden. Insofern war das auch für uns ein sehr bedrückendes Projekt und diese kühle, nüchterne Distanz, die Sie gerade angesprochen haben, die verliert man eigentlich sehr schnell, wenn man weiß, dass hier also ungeheuerliche Verbrechen geschehen waren und dass man nach 1949 eben doch überraschend schnell dazu übergegangen ist, nicht nur Straffreiheitsgesetze zu erlassen, durch die dann die NS-Straftäter wieder freikamen, sondern tatsächlich auch insgesamt eine Art von Schlussstrichmentalität an den Tag gelegt hat, die nach dem, was geschehen war, eigentlich nicht verständlich ist, aber letztlich eben natürlich mit der Wiederaufbausituation zu tun hatte. Professor Safferling, Sie als Jurist, können Sie mal Ihre Gefühle beschreiben, wie das so ist, wenn man da in seiner eigenen Profession sozusagen zurückschaut und wie wichtig war es, dass diese Kommission so interdisziplinär besetzt war, also dass Jura und die Geschichte sozusagen angesehen wurde? Ja, also als Sie vorhin auch schon sagten, die Wissenschaftler gehen da vielleicht etwas unemotional ran, da habe ich schon gleich ein bisschen ein Zucken im Auge gehabt, weil ich mir gedacht habe, so unemotional war das für mich nicht, denn es ging tatsächlich ja um mit meine Profession. Und was Personen, die eben hier vor dem Zweiten Weltkrieg, vor der NS-Zeit Jura studiert haben und dann in der NS-Zeit ihre Ausbildung abgeschlossen haben, mit welchem Engagement die da rangegangen sind, diese NS-Ideologie umzusetzen, das hat mich nicht nur erstaunt, das hat mich nicht nur verblüfft, das hat mich wirklich sehr, sehr mitgenommen. Und was mich auch wirklich tief betroffen hat, und wir waren ja in Archiven und haben Sondergerichtsakten etwa durchgesehen. Wenn Sie sich dann diese Akten anschauen, von der Anklageschrift an bis zum Urteil, das sieht im Grunde genommen von der Form her genauso aus wie heute. Aber der Inhalt ist so hanebüchen, dass einem wirklich ein kaltes Grausen sozusagen über den Rücken kommt, wenn man das liest, mit welcher Unverschämtheit, Unverfrorenheit hier Rechtssätze analog angewendet worden sind, nur um die Todesstrafe rechtfertigen zu können. Also das war ein ganz, ganz dunkles Kapitel der deutschen Juristerei und das hat mich tatsächlich persönlich auch sehr betroffen gemacht. Und die zweite Frage, wie wichtig war es, dass von zwei unterschiedlichen Standorten auszusehen? Ja, ich nenne Ihnen vielleicht ein Beispiel, wo das besonders deutlich wird, dass es wichtig ist, dass man hier interdisziplinär arbeitet. Ich nehme jetzt mal meinen Standpunkt. Ich bin eigentlich von Haus aus Strafrechtler. Und als solcher bin ich eigentlich darauf gepolt, nach individueller Schuld zu suchen. Und das ist in diesem Projekt ja schon auch ganz wichtig, dass man nach individueller Schuld sucht, denn es geht ja um personelle Kontinuitäten. Nur wenn Sie jetzt die Personalakten im Detail studieren und sich intensiv mit den Persönlichkeiten beschäftigen, die vor dem Krieg etwa Staatsanwälte am Sondergericht waren und nachher Unterabteilungsleiter im Bundesjustizministerium, wenn Sie sich diese Akten genau anschauen, dann entwickeln Sie immer mehr Verständnis. Und die Frage nach der juristischen vorwerfbaren Schuld in dieser intensiven Beschäftigung wird irgendwie immer schwieriger, immer komplexer. Und dann kommt der Historiker und sagt, lehn dich doch mal wieder zurück und guck mal auf dieses kollektive Versagen, mit dem wir hier konfrontiert sind. Und dann wird also sozusagen auch mein Maßstab wieder etwas zurechtgerückt. Okay, also es war wichtig und gut und es war sicherlich auch wichtig und gut, dass tatsächlich alles offengelegt wurde. Also es gab keine Grenzen. Die Wissenschaftler konnten alle Dokumente ansehen. Das ist zum ersten Mal so gewesen, oder? Ja, das hat Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, als wir das Projekt angelegt hatten, dann auch so verfügt. Das ist auch richtig. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, wenn man über Aufarbeitung von Geschichte redet, dass man tatsächlich alles offenlegt. Denn irgendetwas zu verheimlichen geht dann, glaube ich, ganz nach hinten los. Im Übrigen, es gibt ja auch andere Ministerien, die das gemacht haben. Der eine oder andere kann sich wahrscheinlich noch erinnern an das Buch Das Amt aus dem Auswärtigen Amt, was ja auch zu erheblichen Diskussionen geführt hat, auch zwischen Historikern, ob das richtig ist oder nicht. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen alle Akten zugänglich machen, also auch die Personalakten, selbst über Verschlussakten, an die ist man doch herangekommen, sodass das Bild wirklich umfassend ist, das es da gegeben hat. Und das ist ja nicht nur so, dass wir das machen und dass das Buch jetzt gemacht wird, wir machen das ja auch im Rahmen eines Public History Projektes. Das heißt, wir gehen ganz offensiv damit um.
Wir wollen, dass sich sowohl die Mitarbeiterinnen unseres Hauses damit beschäftigen, die Öffentlichkeit. Wir werden für das nächste Jahr eine große Ausstellung konzipieren, in der die Ergebnisse dieses Projektes noch einmal dargestellt werden. Diese Ausstellung soll in allen 16 Bundesländern gezeigt werden. Also das Projekt ist noch nicht zu Ende. Es gibt da auch so viel zu erzählen, bedauerlicherweise so viel zu erzählen, dass ich finde, dass das gerade in einer Zeit wie heute, wo einige anfangen zu versuchen, etwa den Begriff völkisch wieder in die aktuelle Diskussion zu bringen, glaube ich, ist so ein Thema aktueller denn je. Und ich glaube, ein Ministerium oder eine Regierung ist gut beraten, wenn sie das so offensiv wie möglich angeht, nichts zurückhält. Es kommt sowieso alles irgendwann ans Tageslicht. Und deshalb bin ich froh, dass die beiden Professoren das wirklich mit großer Akribie gemacht haben. Das, was da in diesem Buch drinsteht, mag man an bestimmten Stellen gar nicht glauben, dass es so gewesen ist. Und im Übrigen, das ist das Justizministerium. In den Anfang der 60er Jahre haben am Bundesgerichtshof 80% der Richter gearbeitet, die vorher schon im NS-Regime juristische Tätigkeiten ausgeübt haben. Und wenn wir uns heute die Frage stellen, wieso wir bis in die Gegenwart Strafprozesse gegen Auschwitz-Täter führen, wenn man dieses Buch liest, dann versteht man das, warum das so ist und warum Ralph Giordano das irgendwann als zweite Schuld bezeichnet hat, dass wir nach 1945 die Aufarbeitung nicht betrieben haben, sondern so wie das gesellschaftlich in Deutschland ja auch gewünscht war, muss man ja in aller Offenheit dazu sagen, dass über vieles der Deckmantel des Schweigens gelegt worden ist und den wollten wir jetzt, wenn auch sehr spät, zumindest für unser Haus endgültig zurückziehen. Ja, meine Frage an den Historiker. Spät, aber haben wir auch wieder kollektiv vielleicht so lange gebraucht, dass wir es erst jetzt machen können? Also ich glaube schon, dass Aufarbeitung von Geschichte immer schwierig ist. Und in diesem Fall, wo es um solche Verbrechen ging, wie sie von nicht nur von einigen wenigen, sondern von sehr, sehr vielen Deutschen begangen worden sind, das natürlich besonders schwierig ist. Die Kritik, die wir an dem Projekt bekommen haben, bezog sich immer nur darauf, warum erst jetzt? Warum erst nach 70 Jahren? Also ein Grund ist natürlich schon, dass der Aktenzugang unverzichtbar ist und ich behaupte, dass noch vor 10 oder 15 Jahren dieser unbeschränkte Aktenzugang nicht möglich gewesen wäre. Also insofern braucht man die Zeit. Das zweite aber ist, dass ein solches Projekt natürlich auch in der Gesellschaft sozusagen erstmal heranreifen muss. Wir haben ja das eigenartige Phänomen und das ist auch geradezu ungeheuerlich, dass nach 1945 die Deutschen sich ja nicht als Täter begriffen haben, sondern als Opfer. Als Opfer der Alliierten, der Entnazifizierungspolitik, die ja dann sehr schnell beendet worden ist. Und Anfang der 50er Jahre sind in einzelnen Bundesländern Gesetze erlassen worden über das Ende der Entnazifizierung. Und es ist eben tatsächlich nach 1949 kein einziger Richter und nur ein einziger Staatsanwalt für das zur Rechenschaft gezogen worden, was er vor 1945 getan hat. Auch ein ungeheuerlicher Vorgang. Mehr noch, das Bundesjustizministerium hat sich aktiv daran beteiligt, wie der Minister gerade schon sagte, tatsächlich Strafverfolgung zu behindern oder unmöglich zu machen, etwa durch die zentrale Rechtsschutzstelle, die im Bundesministerium der Justiz angesiedelt war, wo der Herr Gawlik es als seine Pflicht ansah, deutsche Straftäter vor Strafverfolgung zu warnen und sie also in die Möglichkeit zu geben, unterzutauchen. Also spät. Das hängt mit den Akten zusammen. Es hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass heute ein anderes Bewusstsein dafür steht. Aber besser spät als gar nicht. Genau, besser spät als gar nicht, so könnte man vielleicht sagen. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir so lange gebraucht haben. Denn man muss ja vorstellen, Sie haben jetzt das Bundesjustizministerium sich angeguckt. Und wir haben hier 80% gehört, mal eine Zahl. Herr Professor Sabling, Sie haben auch irgendwo 100% festgestellt, ne? in einem Bereich, haben Sie mir eben erzählt. Gut, also wenn man sich einzelne Abteilungen zu einzelnen Jahren dann mal anschaut, dann kommt man in der Tat manchmal zu wirklich einem unglaublich hohen Ausschlag. Aber das sind dann so Schlaglichter, aber in der Tat kann ich Ihnen ein Jahr nennen, in denen eben in der Strafrechtsabteilung bis auf einen alle Mitarbeiter in der NSDAP waren. Ja, also ungeheuerlich, oder? Eigentlich ist es noch schlimmer, denn
der eine, der nicht in der NSDAP war, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Natürlich hat man gesucht, gibt es denn überhaupt welche, die nicht in der NSDAP gewesen sind. Man war froh, wenn man einen gefunden hat. Und den Herr Safferling jetzt angesprochen hat, der ist dann auch selber, hat immer darauf hingewiesen, er ist nicht in der NSDAP gewesen. Und dann hat man bei den Recherchen zu diesem Buch herausgefunden, dass der einzige Grund, warum er nicht in der NSDAP gewesen ist, die Tatsache ist, dass seine vielfältigen Mitgliedsanträge immer abgelehnt worden sind. Also eigentlich ist es noch schlimmer. Ich würde aber gerne noch was sagen zu der Frage, wieso erst jetzt. Ist ja, Göttermann hat ja einiges dazu gesagt. Aber es ist natürlich auch einfach, kann man uns sagen, den politisch Verantwortlichen. Vor denen gibt es keine mehr. Die leben auch alle nicht mehr, über die wir da recherchiert haben. Dennoch glaube ich, dass die Auseinandersetzung auch mit dem Thema vor 45 und auch nach 45 aktueller denn je ist. Natürlich ist das für uns heute einfach. Denn von uns wird keiner mehr gefragt werden. Und ich glaube, wir alle werden dafür das was dafür tun, dass wir niemals mehr in die Situation kommen, zu beweisen, dass wir anders gehandelt hätten als damals. Und dennoch, glaube ich, ist die Befassung heute mit dem Thema wichtig. Denn viele fragen sich heute, was hätte ich damals getan, vor 45 oder nach 45? Und natürlich hätten wir das alle nicht mitgemacht, wir hätten uns alle gewehrt und. Aber ich will mal sagen, auch heute gibt es vielfach Gelegenheiten, wo jemand schon unter Beweis stellen kann, wozu er bereit ist und was nicht. Heute gibt es bedauerlicherweise in unserer Alltagsgesellschaft wieder Alltagsrassismus und Alltagsdiskriminierung. Und ich würde mal sagen, dass diejenigen, die heute den Mund nicht aufkriegen, wenn Ausländer, Behinderte, Schwule diskriminiert werden, auf offener Straße, im Betrieb, im Fußballstadion, wo auch immer, von denen muss mir keiner erzählen, dass er vor 45 Widerstandskämpfer gewesen wäre oder nach 45 sich wesentlich beteiligt hätte an der Aufarbeitung des Nazi-Unrechtes. Also insofern finde ich, ist die historische Aufarbeitung das eine, aber wenn es dazu führt, dass Menschen, die sich die Frage stellen, naja, wie hätten wir damals darauf reagiert, heute mal sehen, dass es gerade heute in der Gegenwart ganz aktuell viele Gelegenheiten gibt, wo man den Mund aufmachen kann, wo man Gesicht zeigen kann, um zumindest einen Hinweis zu geben, dass man vielleicht auch damals anders gehandelt hätte als viele, über die wir uns heute aufregen und wo wir heute fassungslos den Kopf schütteln. Ich wollte noch einen Punkt hinzufügen, den ich vorhin vergessen habe. Warum nicht früher? Ein Grund dafür ist natürlich auch, dass die meisten Deutschen sich einer Schuld nach 1945 gar nicht bewusst waren. Ich habe das schon mit dem Bild umschrieben, dass es eben tatsächlich mehr Opfer gab als Täter im eigenen Bewusstsein. Aber die NS-Diktatur war eine Zustimmungsdiktatur. Das heißt, die meisten Deutschen standen hinter diesem Regime. Nicht, weil sie unbedingt überzeugte Nationalsozialisten waren, sondern weil sie der Überzeugung waren, dass dieses Regime in ihrem Interesse handeln würde. Und gerade im juristischen Bereich, und Juristen waren ja nicht nur im Reichsjustizministerium, sondern die waren ja in allen Bereichen, ob in der Reichskanzlei oder im Propagandaministerium oder natürlich auch an den Gerichten. Die haben natürlich tatsächlich in diesem System funktioniert. Und die Frage ist, warum haben sie so gut funktioniert? Vielleicht aus dem gleichen Motiv heraus, das der Minister gerade nochmal angesprochen hat. Wenn man sich einer bestimmten Schuld oder einer bestimmten Verantwortung gar nicht bewusst ist, dann kann man auch nicht entsprechend handeln. Und insofern braucht man eben tatsächlich nicht nur ein Gesetz, sondern man braucht auch ein Gewissen. Und an diesem Gewissen hat es eben sehr lange gemangelt. Also man braucht nicht nur Wissen, sondern auch ein Gewissen mit anderen Worten. Und das gilt natürlich für die heutige Zeit genauso wie damals. Insofern ist dieses Projekt auch etwas, was in die Zukunft weist, auch ein Grund, weshalb wir die Ausstellung machen müssen und weshalb wir möglicherweise auch in der Ausbildung von Juristen oder von Richtern insbesondere etwas ändern müssen, damit da eine ethische Dimension hinzukommt, an der es eben oft gemangelt hat. Professor Safferling, haben Sie irgendwo in diesen ganzen Akten ein Wahrnehmen von Schuld gesehen, festgestellt? Also das ist auch etwas, was mich sehr verblüfft hat. Das war auf jeden Fall nicht so. In keinem einzigen Schriftstück hat man auch nur einen Hauch von Einsicht in das Unrecht wahrnehmen können. Es war immer
der gleiche Rechtfertigungsmythos, und wir haben ja viele Schriftstücke gesehen in den Akten, in den Personalakten, weil diese Personen, die im Justizministerium beschäftigt waren, die wurden ja dann nach den Braunbuch-Kampagnen und dergleichen Vorwürfe, ob ihrer Tätigkeit vor 1945 aufgekommen sind, wurden sie ja damit konfrontiert. Sie mussten sich ja erklären. Und das haben sie getan und haben sich immer gerechtfertigt mit den gleichen Mythen. Wir haben nur die Gesetze angewendet. Ich musste so handeln, denn das war eben das geltende Recht. Wenn ich jetzt meinen Job aufgegeben hätte, meinen Posten freigemacht hätte, dann wäre ein viel schlimmerer Nazi an meine Stelle gerückt. Das liest man. An keiner Stelle liest man, ich bin einer falschen Ideologie hinterhergelaufen. Das war ein Fehler. Ja, das liest man nirgends. Diese Einsicht vermisst man. Und das finde ich schon auch wirklich persönlich enttäuschend und beschämend. Und jetzt mal, warum sind denn eigentlich alle übernommen worden oder konnten sozusagen zurückkehren nach 1949? Also was war der Grund dafür? Gab es sonst einfach keinen, oder? Nun kann mir kein Mensch erzählen, dass es nicht in der Bundesrepublik möglich gewesen wäre, 35 unbelastete Juristen zu finden. Gleichwohl haben wir diese ungeheure personelle Kontinuität und die Frage ist, warum? Nun, ein Grund ist, dass sowohl Dehler als auch Strauß bestimmte Personen mitgebracht haben, die sie aus ihrem persönlichen Umfeld kannten. Also das Netzwerk Bamberg im Falle von Dehler oder die Bizonenverwaltung im Falle von Strauß. Gerade bei Dehler ist es klar, dass die Nazis, die ihn in Bamberg umgeben haben, etwa am Sondergericht Bamberg, ihn natürlich auch geschützt haben. Unter diesen Beschützern vor NS-Verfolgung war sogar ein Blutordensträger, also ein Beteiligter am Hitlerputsch von 1923. Und die haben dafür gesorgt, dass Dehler das Dritte Reich gut überleben konnte. Dafür revanchiert er sich, indem er diese Leute dann mit ins Ministerium bringt. Das Zweite ist, dass auch Walter Strauß natürlich von der Gestapo verfolgt wurde. Auch er hatte Beschützer, die dafür gesorgt haben, dass er nicht große Schwierigkeiten haben, unter anderem auch offenbar Hans Globke im Bundeskanzleramt, aber auch andere Leute aus den Berliner Ministerien. Insofern bringt auch Strauß dann seine Leute mit. Das ist das eine. Das zweite ist, dass natürlich ein solches Ministerium funktionieren musste. Das heißt, die wählen aus nach dem Kriterium der Kompetenz. Die Leute mussten wissen, wie man ein Gesetz schreibt. Und das Ministerium sollte auch sofort funktionieren. Insofern legt man auch Wert auf die Erfahrung aus dem Reichsjustizministerium. Und das dritte Argument ist das interessanteste. Und hier ist der Vergleich zu Fritz Bauer vielleicht noch interessant. Fritz Bauer hat ja mal gesagt, wenn er sein Büro als hessischer Generalstaatsanwalt verließ, dann betrat er feindliches Gelände. Das heißt, er war umstellt von hochbelasteten juristischen Kollegen und er war gewissermaßen in seiner Profession ein Außenseiter. Nun muss man wissen, ohne Fritz Bauer hätte es die Auschwitz-Prozesse wahrscheinlich gar nicht gegeben. Bei Dehler und Strauß war es möglicherweise ähnlich. Auch sie waren umstellt in ihrer Profession von Belasteten und in dieser Situation dann etwa Immigranten hereinzuholen, wäre sehr schwierig gewesen, weil sie sich natürlich in ihrer Position dann auch isoliert hätten. Aber Tatsache ist, man hat nach Immigranten gar nicht erst gesucht, sondern man hat die Leute, die man kannte, genommen. Das Stichwort der Kompetenz ist das zweite, wie ich gesagt habe. Und man hat dann versucht, mit dieser Situation irgendwie umzugehen. Aber beide, und das ist das Frappierende, hatten eigentlich nicht den geringsten Grund, tatsächlich Nazis wieder einzustellen. Ja, das fand ich auch sehr erstaunlich, dass das unter diesen Umständen kam. Minister Maas, finden Sie es aus heutiger Sicht eigentlich erstaunlich, wenn man jetzt diese ganzen, das alles so aufgedröselt liest, ja, und die Schwere mitbekommt. Erstaunlich, dass die Bundesrepublik ein demokratischer Rechtsstaat geworden ist? Dass wir das irgendwie hingekriegt haben? Nein, das finde ich nicht erstaunlich. Es ist aber wahrscheinlich ganz einfach so, dass die Demokraten und diejenigen, die nicht nur rechtstechnische Erfahrung hatten, sondern vor allen Dingen eine rechtsstaatliche Einstellung, sich am Schluss durchgesetzt haben. Und ich glaube, das hat auch etwas mit den Erfahrungen vor 45 zu tun, dass die natürlich, auch wenn es eine Zeit gedauert hat, in den 50ern und 60er Jahren ist das vielleicht noch etwas anders gewesen oder langsam gewachsen, aber die Geschichte dieses Landes hat, glaube ich, ganz viele Menschen zu ganz aktiven Demokraten gemacht. Und letztlich haben die auch innerhalb des Justizministeriums mit dafür gesorgt, dass wir heute ein demokratischer Rechtsstaat sind, auf den man auch stolz sein kann. Und ich will auch mal sagen, seit Beginn dieses Projektes ist von den jetzigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundesministeriums der Justiz
dieses Projekt von Anfang an ganz aktiv mit betrieben worden, will ich schon sagen. Wir haben viele interne Veranstaltungen während des Prozesses gemacht. Es gab keine andere Veranstaltung, in denen so viele Kolleginnen und Kollegen dazugekommen sind, weil sie das auch interessiert hat. Hier ist Herr Nettersheim, der von der ersten Stunde an dieses Projekt mitbegleitet hat und der jetzt auch noch im Ruhestand es weiter betreut. Also man sieht auch, dass diejenigen, die heute in diesem Ministerium arbeiten, und das kann man natürlich nicht nur auf das Ministerium beschränken, ein Bewusstsein haben, wie wir uns das wünschen im demokratischen Rechtsstaat, wie wir mit unserer Vergangenheit umgehen. Und vor allen Dingen, dass uns eins bewusst ist, was ja auch mal in Deutschland anders diskutiert worden ist, dass es eben keinen Schlussstrich geben kann. Nie. Bei diesem Thema nie. Professor Safferling, aus Ihrer Blickrichtung der juristischen, was ist für Sie das wichtigste Ergebnis der Kommission, der Arbeit von 4,5 Jahren? Man darf Diskriminierungen nicht zulassen. Das ist, glaube ich, das wichtigste Ergebnis. Und die Verantwortung der Juristen, dass eben Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, von sexueller Orientierung, von Herkunft, dass die nicht zugelassen werden dürfen. Dass jeder Mensch in seiner Würde vor dem Gesetz gleich ist. Und wir haben eben gesehen, dass im nationalsozialistischen Staat dieses Prinzip mit Füßen getreten worden ist nach allen Richtungen und die Juristen mitgemacht haben. Und das ist genau das, was ja in dem Prozess, und Herr Görtemark hat es schon gesagt, kein Jurist ist in der Bundesrepublik dann dafür belangt worden, bis auf diesen einen Staatsanwalt. Aber im Juristenprozess von den Amerikanern, im Nürnberger Nachfolgeprozess, da ist das fein herausgearbeitet worden, dass das die Verantwortung der Juristen ist. Diese Diskriminierungsmaschinerie, die vom Reichsjustizministerium ausging und durch die Sondergerichte und andere Gerichte dann umgesetzt worden ist. Das ist das Verbrecherische und die Konsequenzen sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Juristen sind dafür mitverantwortlich. Das war eben die wichtige Erkenntnis und das ist auch für mich irgendwie die wichtige Erkenntnis, auch wenn ich jetzt als Hochschullehrer darüber nachdenke, was mache ich denn jetzt mit meinen Studierenden? Das ist genau der Punkt. Modern sagen wir Menschenrechte. Würde des Menschen, sagt das Grundgesetz. Das ist das, was für mich wichtig ist, den Studierenden beizubringen. Und zwar nicht in irgendwelchen Sondervorlesungen zur Rechtsgeschichte oder zur Rechtstheorie, sondern in jeder einzelnen Vorlesung zum normalen Strafrecht, zum normalen Strafprozessrecht. Da fängt es eben an, diese Sensibilität bei den jungen, zukünftigen Juristinnen und Juristen zu schärfen und zu sagen, die Würde des Menschen, die Menschenrechte stehen im Zentrum jeder Rechtsordnung. Das gilt es zu wahren. Und wir haben erlebt in unserer Geschichte, was passiert, wenn man das nicht ins Zentrum stellt. Und das darf nicht noch einmal vorkommen. Dieselbe Frage würde ich Ihnen auch gerne stellen, Professor Görtemarker. Was ist das, was Sie mitnehmen als wichtiger Punkt? Also ich glaube in der Tat auch, dass der Rechtsstaat in der Bundesrepublik nie gefährdet war, dass aber das, was wir aus diesem Rechtsstaat gemacht haben, auch mit Blick auf die Vergangenheit, natürlich in vielfacher Hinsicht durch dieses belastete Personal dazu geführt hat, dass hier Dinge nicht gemacht worden sind, die unbedingt hätten gemacht werden müssen. Ob das jetzt die Amnestierung von Personen waren, die von der NS-Justiz verurteilt worden waren, ob es tatsächlich auch um die Entschädigung von Opfern ging oder schlichtweg darum, das anzuerkennen, was da an unheilvollen Dingen eben geschehen war. Das ist in der Tat ein schweres Erbe, was diese frühe Bundesrepublik angetreten ist. Auch wenn der Rechtsstaat formal nicht gefährdet war, das, was notwendig gewesen wäre nach dieser schrecklichen Zeit des Dritten Reiches, ist natürlich dann sehr lange eben verzögert worden. Das ist auch einer der Gründe, weshalb wir erst jetzt dieses Projekt gemacht haben. Der zweite Punkt aber ist auch, dass wir gelernt haben, wie anfällig die Menschen sind in einer solchen Diktatur. Wenn man dann, und das gilt sicherlich nicht nur für die Profession der Juristen, das gilt in gleicher Weise für Historiker, es gilt für Polizisten, es gilt für den gesamten Bereich der Wehrmacht, des Militärs,
die sich alle an Verbrechen beteiligt haben, dann kommt man doch sehr ins Grübeln, wozu der Mensch nicht nur fähig ist, sondern wozu ihn auch, sagen wir mal, ein Pflichtbewusstsein führt, was dann tatsächlich keine ethische Fundierung hat. Insofern schließe ich an das, was Herr Safferling gerade gesagt hat. Man braucht tatsächlich diese Orientierung im Leben, dass man eben die Verletzung von Menschenwürde nicht akzeptiert. Man muss in der Erziehung, in der Ausbildung, im Studium rechtzeitig dafür sorgen, dass man eben nicht anfällig ist für diese Art von Verführungen. Das hat der Minister vorhin auch schon mal gesagt, dass es eben unglaublich aktuell ist, auch jetzt dafür zu sorgen, dass das eben nicht passiert. Und wir haben eben gesehen in diesem Projekt, was möglich ist, wozu der Mensch fähig ist in einer bestimmten Diktatur, wozu eine ganze Profession fähig ist. Und da ist es in der Tat erschreckend, das zu sehen. Und ich glaube, die Aufarbeitung dieser ganzen Geschichte, auch wenn sie sehr spät erfolgt, trägt dazu bei, den Menschen etwas stärker bewusst zu machen, wie groß die Gefährdungen sind. Einen letzten Satz will ich noch hinzufügen. Wir haben, wie gesagt, sehr viel positive Resonanz erfahren. Wir haben in vielen Besuchen im Bundesjustizministerium Gruppen, ich will nicht sagen aus der ganzen Welt gehabt, aber aus Lateinamerika, aus Osteuropa, aus vielen Ländern, die uns gefragt haben, wie macht ihr denn das? Denn es gibt auch heute noch Diktaturen in der Welt, es gibt auch heute noch Aufarbeitungsnotwendigkeiten in vielen Ländern der Welt. Und in vielen Ländern der Welt wird es eben nach wie vor noch nicht wirklich gemacht. Übrigens auch in Ländern, die nicht sehr weit von uns entfernt liegen. Und insofern haben wir auch versucht, da so ein bisschen dazu beizutragen, dass das Verständnis für die Notwendigkeit dieser Art von Aufarbeitung eben doch wächst. Also ein großer Dank an die gesamte Kommission. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass Minister Maas kam heute nämlich an und sagte, ich habe gesehen, Bestsellerliste. Platz 17 oder 18, ja? Hätte ich nicht gedacht. Also haben Sie damit gerechnet, dass das so einschlagen wird? Und ich finde, in dem Zusammenhang mit diesen Ergebnissen so offensiv rauszugehen, wie Sie das ja machen und auch weiterhin vorhaben, das ist ja alles eigentlich eine Geschichte. Ja? Also das heißt, wir alle haben doch ein großes Interesse daran. Ja, bei Platz 18 der Bestsellerliste würde ich sagen, ist noch durchaus Luft nach oben. Naja, erste Woche, nach dann einer freut Woche. Dann freut sich auch Herr Beck vom Beck Verlag, der heute auch da ist. Im Übrigen auch sehr schön, dass gerade der Beck Verlag dieses Buch verlegt. Finde ich, es gäbe keinen besseren Verlag als den Beck Verlag, um ein solches Buch zu verlegen. Ja, also natürlich, mich würde es freuen, wenn je mehr Menschen sich mit dem Thema beschäftigen, umso besser. Denn ich habe manchmal so den Eindruck, und ich sage das jetzt mal auch als einer aus meiner Generation, der 66 geboren ist, ich musste mir nichts von dem, was ich heute genießen, erkämpfen. Nichts. Weder den Rechtsstaat, noch meine Freiheit, den Frieden, den Wohlstand auch nicht. Und ich habe den Eindruck, dass viel zu viele von uns mittlerweile glauben, das sind alles Selbstverständlichkeiten. Sind es aber nicht. Willy Brandt hat einmal gesagt, nichts ist von Dauer. Und so ist es bei all den Rechten, die wir heute haben, auch. Und man muss sich ja nur umgucken, was in der Gegenwart nicht nur um uns herum in Europa, sondern auch in Deutschland mittlerweile geschieht und diskutiert wird, dass die Befassung mit solchen Themen, und ich komme immer zurück auf Artikel 1 des Grundgesetzes, die Menschenwürde ist unantastbar, dass das außerordentlich wichtig ist. Und das, ich sage das mal jetzt etwas zugespitzt, meine natürlich niemanden von denen, die jetzt hier sind, aber das diskursive Wachkoma unserer Gesellschaft. Wie viele Jahre haben wir nur über Wohlfahrt und Wohlstand, über Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit, das ist alles wichtig, extrem wichtig. Wie lange haben wir nur darüber geredet, ohne auch nur im Ansatz einen Gedanken darüber zu verschwenden, nach welchen Werten leben wir denn im Wohlstand? Und jetzt, nachdem so viele Menschen ungeplant zu uns gekommen sind in den letzten anderthalb Jahren, hat diese Debatte begonnen. Ich würde mir wünschen, sie hätte etwas früher begonnen, dann wären wir vielleicht auch etwas besser vorbereitet gewesen. Ich glaube aber, dass Menschen, die dieses Buch lesen, dass man denen diesen Hinweis gar nicht geben muss. Wohlstand ist gut und Wohlfahrt auch, aber letztlich entscheidend für das Zusammenleben in einer Gesellschaft, für die, die hier sind und für die, die dazukommen, sind die Werte, nach denen wir leben. Und die, finde ich, sind in den ersten 20 Artikeln des Grundgesetzes extrem gut zusammengefasst. Justizminister Maas, Professor Görtenbacher, Professor Safferling,
Vielen Dank für Ihre Zeit, für die Runde, für die Gespräche, für die Gedanken. Auch an Sie einen herzlichen Dank, dass Sie sich interessieren und dabei sind. Und haben wir Bücher zu verkaufen? Wir haben Bücher zu verkaufen, okay. Also, genau, die Akte Rosenbrock können Sie auch hier bei uns erwerben. Vielen Dank und bis bald.